Und jetzt verwende ich diesen Schritt der Universalisierbarkeit. Ich sage, wenn ich mit dieser Begründung für mich Grundrechte fordere, dann muss ich, wenn ich logisch konsistent bin, dieselbe Begründung auch bei allen anderen Wesen gelten lassen, bei denen sie auch zutreffen. Das heißt, alle anderen Wesen, die auch ein Bewusstsein haben und für die diese Grundfreiheiten auch kategorische Werte sind, für die muss ich sie gleich sozusagen implizit zumindest mitfordern. Diese Universalisierbarkeit an einem Beispiel dargestellt, gesetzt, ich gehe zu meinem Arbeitgeber und sage, ich möchte eine Gehaltserhöhung, weil ich einen Doktortitel habe, ich habe eine bessere Ausbildung, dann kann mir zwar egal sein, ob andere, die einen Doktortitel haben, auch diese Gehaltserhöhung bekommen, aber aus rationaler Konsistenz muss ich zumindest implizit für alle anderen, die auch einen Doktortitel haben, diese Gehaltserhöhung mitfordern. Sonst bin ich nicht rational konsistent. Sonst ist mein ethisches Vorgehen nicht universalisierbar. Und genau dasselbe trifft eben auf diesen Umstand mit der Forderung nach Grundrechten zu. Ich würde das jetzt eben so als kategorischen Imperativ formulieren. Die Maximen der ethischen Forderung müssen als allgemeines Gesetz auch für alle jene Fälle gelten, in denen die Begründungsbedingungen ebenso erfüllt sind. Mit anderen Worten, gleiche Grundrechte. Inwiefern sind die gleich? Es war immer schon ein Problem, das wir dauernd mit uns mitgeschleppt haben seit der Aufklärung, dass wir zunächst einmal feststellen, dass die Wesen alle verschieden sind, auch die Menschen untereinander. Und es daher schwierig ist, für gleiche Grundrechte für alle zu argumentieren, wo sie doch verschieden sind. Alle Werte, die ich einführe, ich weiß nicht, schnell laufen, intelligent sein, stark sein, da sind die Leute alle verschieden, die Menschen untereinander, auch die Menschen und nur die Tiere untereinander, wenn die Menschen jetzt auch Tiere sind. Und da ist es daher schwierig zu argumentieren, dass sie alle gleiche Grundrechte haben sollen. Aber das geht eben auf diese Konstruktionsweise schon aus dem folgenden Grund, wenn ich nämlich jetzt dieses Individuum, also das Selbst, trenne in ein deskriptives, das diese ganzen physikalischen Eigenschaften hat, wie intelligent sein und schnell sein und sonst was, soziale Fähigkeiten haben, und ein preskriptives Selbst, das eben die Fähigkeit des Wertens betrifft. Also, dass ich einfach etwas als gut oder schlecht empfinde. Und die deskriptive Selbst, da unterscheiden sich alle Wesen untereinander, die einen sind stärker, die anderen schwächer. Im preskriptiven Selbst, in der Fähigkeit zu werten, da sind sie sich grundsätzlich gleich. Jedes für sich, jedes bewusste Lebewesen schafft für sich eine eigene Wertewelt, ein eigenes Weltsicht, wenn man so will, mit den eigenen Werten. Und weil sich eben in diesem preskriptiven Selbst sich gleichen, sind diese Grundrechte nicht hierarchisch orientiert, sondern grundsätzlich für alle Wesen gleich. In der Aufklärung hat man das ja gemacht, indem man die Vernunft transzendental interpretiert hat, eben als etwas, was nicht messbar ist, kein Intelligenztest, der gibt mir einen Vernunftgrad. Dadurch können alle Menschen, die diese transzendentale Vernunft teilen, gleichberechtigt sein. Hier argumentiere ich eben, dass die Fähigkeit des Wertens, die sofort mit dem Entstehen von Bewusstsein einhergeht, dass die diesen Grundwert oder das Qualifizieren für Grundrechte mit sich bringt. Und diese Fähigkeit des Wertens, die hat jedes Wesen für sich zunächst einmal grundsätzlich gleich. Und da gibt es nicht eins, das kann besser werden als das andere. Und diese Tierrechte, die ich also auf diese Weise eingeführt habe, die haben folgende Eigenschaften, jetzt als letztes sozusagen zusammengefasst. Zunächst einmal bezieht sich das Recht im Wesentlichen auf die Autonomie aller Wesen, die eben zur Autonomie fähig sind. Wenn man so will, kann man sagen, das Grundrecht ist das Recht auf Autonomie. Damit einhergehen eben diese instrumentellen Voraussetzungen für Autonomie, wie eben Leben, Freiheit und Unversehrtheit, wie man zum Beispiel beim großen Menschenaffenprojekt fordert, die Grundrechte. Und das ist auch in der UN-Charta ist das ja als Artikel 2, glaube ich, die wesentlichen Grundrechte, Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Diese Tierrechte sind kategorial eingeführt, also auf Basis dieser Fähigkeit zu werten und auf Basis der kategorischen Werte, die jedes wertende Wesen sozusagen teilt und daher grundsätzlich für alle gleich. Man kann also nicht aus dem Rettungsboot, auch wenn man es gern würde, die einen rausschmeißen, weil sie weniger wert sind, sondern grundsätzlich sind alle gleich. Man hat natürlich damit das Problem, dass man dann ethische Fragen vielleicht hat, die man nicht so leicht lösen kann, aber ich kann nur sagen, meiner Ansicht nach ist das die rationale Konsequenz. Man muss dann halt vielleicht andere Bewertungskriterien einbringen, wenn man Problemsituationen hat, aber bezüglich der Grundrechte jedenfalls und bezüglich damit so einer Art Lebenswert sind alle
Wesen, die ein Bewusstsein haben, grundsätzlich gleich viel wert. Jedes für sich sozusagen unendlich. Zur ethischen Reflexion fähige Wesen, also diese Moral Agents, die ethisch agieren, die fordern Grundrechte, müssen also sozusagen für alle BewusstseinsträgerInnen, für alle Moral Patients, die eben die BewusstseinsträgerInnen sind, diese Grundrechte fordern. Das Kriterium, um sich zu qualifizieren, ist also ein, jetzt behaupte ich, objektives, naturwissenschaftlich messbares Kriterium, dass man eben ein Bewusstsein hat. Diese Grundrechte sind keine Naturrechte, das heißt, sie sind also nicht irgendwo gegeben, wenn ein Zebra und ein Löwe sich begegnen, sondern sie sind immer zu verstehen als eine Forderung an ein Gewaltmonopol in einer Gesellschaft. Sie sind also sehr, sehr gesellschaftsabhängig. Und zuletzt, es ist kein naturalistischer Fehlschluss, obwohl ich von einem naturwissenschaftlichen Weltbild mit naturwissenschaftlicher Metaphysik ausgegangen bin, weil alle Wesen, die zur Wertung fähig sind, die sozusagen, aus denen ich naturwissenschaftlich feststellen kann, salopp gesprochen, dass sie werten, sind diese Grundfreiheiten, die empfinden diese Grundfreiheiten notwendig als gut. Ich führe also keine Werte ein aufgrund eines Seins, das ich irgendwo finde, sondern werten tun die einzelnen Lebewesen selbst. Aber diese kategorischen Werte entstehen eben dadurch, dass es jedes Lebewesen logisch notwendig, zumindest diese Grundwerte teilen muss. Und insofern ist also kein naturalistischer Fehlschluss vorhanden, dass ich von einem Sein auf ein Sollen oder dass ich von einer Existenz auf einen objektiven Wert dieser Existenz schließe, sondern eben diese Existenz kategorisch einführe. Also auf diese Weise versuche ich eben diese Zwittersituation des Utilitarismus, zu dem man scheinbar gezwungen ist, wenn man sich auf rationale Ethik einlässt, auf der einen Seite, der aber eine Reihe von Problemen mit sich bringt, sowohl logisch grundsätzlicher Natur als auch praktischer, eben zum Beispiel das Töten von behinderten Kindern. Und die Antwort darauf, diese deontologische Ethik, die aber auf einen Dogmatismus, auf einer christlichen wahrscheinlich, also jedenfalls bei Reagan sicherlich irgendwo christlichen Ethik fußt, die eben sehr axiomatisch eingeführt wird und wo man einfach von einer Intuition spricht, die sich halt ergibt und die sozusagen alle jetzt teilen müssen. Das versuche ich eben auf die Weise, darauf ich erreicht zu haben, zu überwinden, indem ich eben diese Tierrechte weder auf das eine noch auf das andere fuße und sowohl die utilitaristischen Probleme durch eine deontologische Ethik umgehe, als auch die dogmatische Einführung durch eben ein fixes Feststellen oder ein fixes Basieren auf der Naturwissenschaft. Gut, das war die Tierethik, die ich vorstellen wollte. Ich bin jetzt gern bereit, dazu Fragen zu beantworten, aber es gibt natürlich auch dieses andere Thema, das mitschwingt und das mir auch gesagt wurde, dass möglicherweise ein Interesse besteht, darüber zu sprechen, eben diese aus diesen Grundthesen abgeleiteten Aktivitäten, die ich gesetzt habe und die staatliche Repression, die mir begegnet ist. Ich war ja letztendlich 104 Tage in Untersuchungshaft, mir droht auch ein Verfahren, das demnächst ansteht, um mich 5 Jahre ins Gefängnis zu bringen, für eine Tierschutzaktivität ohne jeden konkreten Vorwurf einer strafrechtlichen Handlung. Das ist natürlich sozusagen eine Konsequenz, eine praktische Konsequenz dieser Thesen, die ich eben vertrete und die ich auch gesellschaftlich umsetzen versuche. Aber das hat natürlich sozusagen politisch-gesellschaftliche Dimensionen, diese Probleme, und daher ist nicht eine unmittelbare Zusammenarbeit.